Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, dem Pericenter und der HR Mohr Seinhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofiger Tagblatt so 100 Sekunden. Kurz Nachrichten aus der Region im Überblick. Gute News für Dagmersellen. Die Buslinie 82 von Sursi nach Dagmersellen wird mit der nächsten Fahrplanänderung im Dezember bis zum Bahnhof verlängert. Bisher ist der Bus auf dieser Linie tagsüber nur bis ins Dorf gefahren. Das ist ein Teilerfolg für eine Petition vom letzten Dezember. In der Bittschrift haben 340 Personen bessere ÖV-Verbindungen von den Dorfteilen Uffiken und Buchs in die Zentrumsgemeinde Dagmersellen gefordert. Der Petitionär Kurt Burdolf ist mit der geplanten Änderung aber nur teilweise zufrieden, weil es am Morgen nach wie vor eine Angebotslücke gibt. Heute startet schweizweit die Fahrplanvernehmlassung über das ÖV-Angebot für das Jahr 2022. Jeder Autofahrer könnte es. Es gibt Tempo 80 Strecken, die so kurz sind, dass nicht 80 gefahren werden kann. Der Mülletaler Francis Wacker fragt sich in einem Leserbrief, wieso bei einer solchen Strecke, die gerade von seiner Haustür liegt, nicht durchgehend Tempo 50 beschildert wird. Was der Kai Schnetzler vom Kanton Aargau dazu sagt, lesen Sie morgen im ZT. Im geografischen Informationssystem vom Kanton Aargau gibt es eine sogenannte Fachkarte Geomorphologie. Hier geht es um eine Abbildung von erdgeschichtlichen Zeugen. Die Kartei zeigt, dass es im Surental nach der letzten Eiszeit einen See gegeben hat, der sich bis Staffelbach erstreckt hat. Die Karte ladet zu einer Spurensuche in Form einer Wanderung ein. Der Rotrister Robin Sager ist Delegierter vom Schweizer Handballverband. Aktuell erlebt er die entscheidende Phase der Saison heute noch mit. Playoffs seien auch für die Delegierten stressiger als die Normalsaison, sagt Robin Sager. Es komme von der Spielerbank mehr Druck, die Emotionen seien bei allen Beteiligten grösser. Warum der Robin Sager sich als Blitzableiter für die Schiedsrichter sieht und weitere News aus der Region gibt es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und auf zofigertagblatt.ch. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom ist Ihnen präsentiert worden. Von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort, vom Pericenter, alles da in Aarburg-Oftringen und der HR Mohr Seinhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.